Harry Deutinger von der Spielvereinigung Unterhaching und František Straka vom LR Aalen, das sind zwei Trainer, die das Jubeln mittlerweile fast verlernt haben dürften. Deutinger wartet schon seit dem ersten Spieltag auf einen weiteren Dreier seiner Mannschaft. Und František Straka, der durfte noch nicht ein einziges Mal über einen Sieg seiner Mannschaft in dieser Saison jubeln. Und eines ist klar, beide können sich eine Fortsetzung dieser Horror-Minus-Serie definitiv nicht mehr lange erlauben. Aber Hans-Joachim Wolf, Not macht ja bekanntermaßen erfinderisch. Das ist im Moment zumindest beim LR Aalen der Fall. Ja, um dringend notwendige Verstärkungen bezahlen zu können, sollen die LR-Profis auf 10% ihres Gehalts verzichten. So möchten es gerne die Verantwortlichen weniger Geld kriegen, um sich neue Konkurrenz ins Haus zu holen. Ob Aalen-Spieler da mitmachen, Zweifel sind angebracht. Darüber muss er sich keine Gedanken mehr machen. Der Ex-Aalener Jai, er erhielt bei Haching wieder mal die Chance von Beginn an als zweite Spitze neben Maric. Ansonsten brachte Coach Deutinger die gleiche Mannschaft wie beim 0:2 in Cottbus. Haching von rechts nach links mit stürmischem Beginn. Gleich nach 2 Minuten schon der erste Eckball für die Gastgeber. Der Mann für die Standards von dieser Seite heißt Thomas Sobotzik. Der Eckball in der Luft, dann Aygün. Das ganz schnelle 1:0 für die Spielvereinigung. Aygüns zweites Saisontor war es und es wurde begünstigt durch eine ganz schlechte Zuordnung in Aalens Abwehr inklusive des absolut unsouveränen Torwarts Pascal Borel. Die Entschlossenheit im Abschluss, die wurde ja in den letzten Wochen vermisst in Unterhaching. Hier war es endlich mal ganz anders, demonstriert von Nedjad Aygün, der diesmal Kapitän war anstelle des Bankdrückers Miroslav Stevic. Das Tor löste verständlicherweise bei den Verantwortlichen auf der Bank ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Bei Harry Deutinger und bei František Straka. Endlich mal ein frühes Tor und das gab Unterhaching Selbstvertrauen. Man sah es an der nächsten Aktion. So Sobotzik. Dann der Fehler von Borel, Tautschar, Gigani, Patrick Gigani. Ja, das ist einer der besten Techniker bei den Weißen aus Haching. Das macht er richtig gut, setzt sich gegen 2 Mann gekonnt durch und da fehlten wirklich nur Zentimeter. Der nachfolgende Eckball, Reiko Tautschar und Jai. Die Anfangsphase dieser Partie gehörte ganz klar den Gastgebern aus Unterhaching. LR Aalen, Deutschlands einziges siegloses Profiteam. Sie kamen nach 20 Minuten zum ersten Mal ein bisschen dem gegnerischen Tor näher. Muse Mestre Bamba ist das, auch ein Mann, der mit dem Ball gut umgehen kann. Aber der Abschluss ganz, ganz schwach. Kurz danach, Scheißsekunde auf der Bank der Gastgeber. Mario Maric musste wegen einer Augenbrauenverletzung getackert werden. Aber das sieht immer schlimmer aus, als es dann am Ende vielleicht ist. Maric konnte ungebremst weitermachen. Hachings Führung zu diesem Zeitpunkt nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil. Achtung, knifflige Situation. Das Duell Velko-Borski gegen Jai. Schiri Henschel von Beruf Rechtsanwalt plädierte sofort für Elfmeter. Und das war vertretbar, auch wenn Velko-Borski den Ball wohl spielen wollte. Er traf genauso den Fuß von Jai. Zum Strafstoß trat einer an, der nicht eingeteilt war. Patrick Gigani verfügt über Selbstvertrauen, wollte das Ding reinmachen und er verschoss kläglich. Die Riesenchance zum 2:0, leichtfertig vergeben von Gigani, der in seiner Karriere übrigens auch mal ein Spiel für den LR Aalen gemacht hat. Ja, auf dieses Negativerlebnis hätte Harry Deutinger sehr gerne verzichtet. Nur 4 Minuten später, die Hachinger, unterstützt von vielen Fans, eine Freikartenaktion, hatte viele Jugendliche zusätzlich ins Stadion gelockt. Ecke Sobotzik wieder, das ist Jai, das ist Aygün, Nedjad Aygün, ein Mann mit Torjägerqualität. Oft ist Aygün ja mit seinen 1,90 ein Garant für Kopfballgefahr, aber der Mann kann halt auch ganz anders. Was für ein Jubel bei Aygün und allen Kollegen. Der Kapitän resolut im Zweikampf mit Ralf Keidel hier.
Ja, und dann null Chance für Torwart Forell. Schnell der Blick rüber auf die Trainerbank. Es waren dem Anschein nach Zentner schwere Lasten, die in diesem Moment von Harry Deutinger abfielen. Sein Kollege František Straka, der handelte, er brachte Stefan Fengler für Veljko Borský, stellte seine Abwehr um. Cheng ging nach innen, Fengler übernahm die Position hinten links. Letzte Szene vor der Pause, Racanel, der Rumäne, blieb insgesamt blass. Hier ist er nochmal am Ball, der Ex-Trierer, Racanel, dann die Flanke von Fengler und Bamba! Herwagen stand genau richtig. Danach bat Schiri Henschel zur Pause. Er pfiff übrigens schon im Februar beim letzten Spiel Haching gegen Ahlen im Generali Sportpark. Hinein in Hälfte 2 allgemein erwartet wurde das große Aufbäumen des LR Ahlen. Aber das kam zunächst nicht. Haching viel entschlossener. Gigani auf Maric, der gefoult, aber Vorteil entschieden. Babacan Jai mit der Prüfung für Torwart Horen. Ein Trainer im Regen, fast schon ein Bild mit Symbolcharakter. Straka setzte nochmal auf frische Kräfte. Racanel und Paulinho raus. Marcel Ketteler und Nils Ole Bog kamen nach gut einer Stunde neu aufs Feld. Und Ketteler, der Ex-Gladbacher Nürnberger, er sorgte gleich für den nächsten Aufreger. Der lange Pass von Keidel, dann Ketteler ganz alleine. Da kann man sicher viel mehr draus machen. Ketteler wirkte nicht hundertprozentig austrainiert, darf man mal sagen an dieser Stelle. Kustos kam ein bisschen zu spät, aber Ketteler vielleicht ein bisschen auch überhastet in dieser Situation. So nach einer Stunde setzte sich LR Ahlen ein bisschen fest in der Hachinger Hälfte. Wieder Ketteler. Die Hachinger Abwehr, naja. Und dann Ralf Keidel, Ahlens beste Szene bis dahin, aber es war auch ein Muster ohne Wert. Schon vor diesem Hammer hatte der Schiedsrichter abgepfiffen. Schnell rüber auf die andere Seite, ein Freistoß für die Spielvereinigung Unterhaching aus dieser Position. Ein klarer Fall für den Linksfuß im Team, für Stefan Buck. Viel fehlte da nicht. Stefan Buck, Neuzugang von Bayern München 2, dem Regionalligisten, mittlerweile feste Größe in der Hachinger Abwehr. In der Schlussphase tat sich nicht mehr allzu viel. Ahlen harmlos, auch weil Nico Paczynski völlig abgemeldet war. Und Haching wenigstens ab und zu noch mal mit guten Offensivaktionen. Stevic eingewechselt auf Kustos, Bruno Kustos und Christoph Teinert. Der kam aber nicht ganz ran an diese nicht so schlechte Flanke. Auch Teinert, der Ex-Mainzer, er wurde eingewechselt im Laufe der zweiten Halbzeit, ersetzte Babacar Can. Und noch einmal die Hachinger, denen man anmerkte, dass sie diese drei Punkte unbedingt einfahren wollten. Buck wieder, Carsten Stresser. Stresser, dann Gigani, Patrick Gigani! Aber diese Aktion war wirklich typisch für ihn an diesem Tage. Prima Ansätze, jedoch fehlende Präzision im Abschluss. Vorbehalt von Stresser und das macht er wirklich gut. Der Gigani lässt zwei Ahlener aussteigen. Ganz resoluter Einsatz, aber dann fehlte die Konzentration beim Torschuss. Die letzten Sekunden, kurz danach, war Schluss im Hachinger Generali Sportpark. Ja, auch beim Leidensgenossen schaffte Straka mit seiner Mannschaft nicht den ersten Saisonsieg. Unterhaching dagegen feierte nach 8 Spielen ohne Punktedreier das ersehnte Erfolgserlebnis. Hartwig Töne hatte nach dem Schlusspfiff den Mann des Tages am Mikrofon. Steht vor mir ein stolzer Kapitän? Kann ich heute sagen, ja. Ich bin stolz auf die Mannschaft, stolz auf die gesamte Leistung und verdienter Dreier. Und auch ein bisschen stolz auf sich selber? Ich bin froh, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, auf jeden Fall. Aber die ganze Mannschaft hat super gespielt und deswegen gibt es da nichts auszusetzen. Können Sie jetzt auch wieder ruhiger arbeiten? Ja, Gott, es ist noch nicht viel passiert. Also, was heißt, war schon ein wichtiger Schritt und das tut einem gut, überhaupt auch der Mannschaft gegenüber zum Arbeiten. Man kann nicht immer sagen, wir haben zwar gut gespielt, Männer, nächstes Mal, ich will mir auf geht's, ja, nicht den Kopf hängen lassen. Da braucht einfach ein Sieger dazu. Das ist viel einfacher für mich zu erarbeiten.
Grund zum Strahlen in Unterhaching. Ja, und wenn es jetzt noch am Pokal am Dienstag gut geht gegen Saarbrücken, wenn die Saarländer geschlagen werden, dann könnte die Freude am Dienstag also schon noch größer werden. Ganz anders sieht es in Aalen aus, aber dazu später mehr. Erstmal zurück ins Studio zu Markus Götz. Also wenn man 8 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, wie die Spielvereinigung Unterhaching, dann fällt so ein Jubel eher dezent aus. Das haben wir gerade gesehen, vor allem auch beim Trainer, bei Harry Deutinger. Aber wenn man ganz genau hingeguckt hat, dann sieht man schon die große, große Erleichterung.